So, willkommen zurück zu The Witcher. Das Gasthaus, was wir da hinten noch sehen, das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Dort ein paar neue Informationen und Quests bekommen. Und die meisten der Leute da sagten, geh doch mal zum Geistlichen. Der könnte mehr wissen. Und genau das werden wir heute machen. Hier, diesem Weg müssen wir folgen. Werden wir natürlich auch. Und dann links und rechts mal gucken, was noch alles so aufzudecken ist von dieser Map hier. Das Haus des Geistlichen, ja, ein bisschen weiter weg. Einmal quer über die Karte, von rechts nach links. Würde ich sagen, einfach mal ab dafür. So, in diesen beiden Häusern war ich schon drin, hab mal geguckt. Aber nur ein bisschen Krims gab's. Was ist er Was für ein hier? Im abscheuliches Werk. Kennen wir Sauseschritt uns? kommt er hier angerannt. Vielleicht. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das höre ich zum ersten Mal. Doch es ist möglich. Die kleine Medizinerin kann euch Nee, kann helfen. sie nicht. Shani kann nichts tun. Schade. Jetzt erinnere ich mich. Geralt von Riva. Ich heuerte euch in Novigrad an, um meine Depots von Garkains zu befreien. Wenn ihr das sagt. Ich hatte nicht genug Bares, aber ihr habt mir dennoch geholfen. Damals war ich wohl großzügig. Mein Geschäft blüht, also begleiche ich diese alte Schuld. Ich könnte das Gold gebrauchen. Hier sind 100 Orens. Na, das ist doch nett. Findet man nicht oft solche Leute, die irgendwann später doch noch ihr Geld bezahlen oder ihre Schuld bezahlen? Einfach mal so, obwohl sie es gar nicht müssten. Okay, 100 Orens können wir gebrauchen, klar. Was haben wir hier? Einen königlichen Jägersmann. In grüner Schrift? Na, dann quatschen wir den nochmal an. Seid gegrüßt, Hexer. Ich bin der hiesige Jäger. Seid gegrüßt. Wollt ihr wissen, wieso ich weiß, dass ihr ein Hexer seid? Nicht? Na gut, was wollt ihr? Tja, Arbeit Ich suche vielleicht. nach Arbeit für einen Hexer. Naja, eigentlich wollte ich das selbst erledigen, aber da ihr schon mal hier seid. Angeblich haust ein Ungeheuer am Seeufer und frisst Bauern, die spät noch unterwegs sind. Vielleicht hat sich ein Ghul in der Gruft eingenistet. Wie viel für jeden? Ihr Hexer macht nichts uneigennützig. Tötet ein Ungeheuer, bringt mir den Beweis, dann belohne ich euch fürstlich. Tja, ein paar mehr Informationen wären vielleicht nicht schlecht. Haben die Bauern noch mehr über das Ungeheuer am Seeufer gesagt? Ich weiß nur, dass es nachts am See jagt und Leute tötet. Sucht es am Ufer, in der Nähe von Harens Haus. Wie sieht die Kreatur aus der Gruft aus? Für mich sieht es nach einem gewöhnlichen Ghoul aus. Aber weiß der Teufel. Seht selbst. Okay, ich glaube, das soll's erstmal gewesen sein hier. Macht's gut. Also hat er uns von zwei Monstren erzählt, die es hier zu erlegen gibt. Tja, dieser königliche Jägersmann, der hat pro Kapitel auch immer zwei Monstren in petto. Die kann man töten, die Köpfe als Trophäen benutzen und zu ihm bringen. Und da gibt es eigentlich ein ganz, ja, eine ganz gute Belohnung pro Kapitel für. Die steigt auch ständig. Und wenn man alle hat, dann gibt es, glaube ich, sogar noch ein extra Geschenk. Gibt zwar jetzt keine extra Quest dafür, aber ich denke, es ist gar nicht schlecht, wenn wir diese beiden Viecher trotzdem erlegen. So, hier gucken wir uns mal um. Da hinten haben wir Schöllkraut und hier liegt eine Leiche. Das Kraut sammeln wir mal. Ist nützlich für Schwalbentränke. Und die Leiche, die hat nämlich ordentlich was dabei. Ein Ring, Orenz, bisschen Bier, Feuerstein und Tulpen als Geschenk. Sollten wir alles mal mitnehmen. Gerade jetzt am Anfang haben wir ja noch nicht so viel Zeug. Und hier sieht man diesen blauen Punkt. Das ist ein Ort der Macht. Findet man auch hier und da mal. Und an solchen Orten kann man ein Ritual der Magie durchführen. Das machen wir hier mal. So, hat irgend so einen magischen Effekt. Und dieser hier, die Zeichenintensität, wird um 100 erhöht. Klar, wenn wir jetzt das Art wirken, ist es doppelt so stark. Ist keine schlechte Sache. Weil wir rennen jetzt weiter.
War mal jetzt ein kleiner Abstecher hier. Nicht ganz auf dem Weg geblieben. Das Zeug nehmen wir auch mit. Und hier geht's dann weiter. Tja, das Umland von Vizima. So sieht's hier also aus. Typisch ländliche Gegend im Mittelalter. Was für ein Wolkenbruch. Armselige Hütten. Alte Bauern. Das übliche Programm. Hühner haben sie. Gänse haben sie. Recht idyllisch hier. Tja, und die Leute, wie man sieht, bei Regen stellen die sich sogar unter. Bloß nicht nass werden. Und wo ich hier die Bäuerinnen sehe, da fällt mir noch was ein. Was wir auf jeden Fall nochmal machen können. Ja, falls wir die richtige finden. Gibt nämlich eine Bäuerin hier. Die sollte man vielleicht mal anquatschen, um unseren Geralt mal was Gutes zu tun. Hier noch welche. Haltet euch von der Hexe Abigail fern. Abigail, Hexe? Warum? So, wo ist denn die? Nicht gegossen werden. Hm. Irgendwie scheint die entsprechende Person doch nicht hier rumzulaufen. Oder ist die in einem der Häuser? Das glaube ich jetzt aber nicht. Alwin ist ein Bengel, aber ich mag ihn. Ich habe die Wäsche draußen. Die beiden hatte ich doch auch, oder? Mein Nachbar hat wieder seine Frau geschlagen. Was macht man noch nicht, Nachbar? Hm. Na gut, wenn wir sie jetzt nicht finden, dann ist eben Pech. Ah. Da hinten am Baum steht noch eine. Ich glaube, das ist die richtige. Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg gehen. Genau. Seid gegrüßt, schöner Reisender. Die ersten freundlichen Worte, die ich hier gehört habe. Ich mag Reisende. Einer hat mich mal mit Blumen überhäuft. Was für ein Zufall. Da können wir hier nämlich ein Geschenk machen. Und wir haben vorhin ja gerade die Tulpen gefunden. Die geben wir ihr mal. Als ich zuletzt Tulpen erhielt, nannte mein Liebster mich die Schönste. Findet ihr mich anziehend? Naja, geht so. Aber Geralt ist nun mal Geralt und deshalb... Was meint ihr? Finden wir ein ruhiges Plätzchen? Haben wir eine neue Karte freigespielt? Tja, die Dame auf der Karte selbst sieht doch deutlich besser aus wie die im Spiel. Und das war's schon. Bisschen Abwechslung für unseren Geralt noch. Und dann weiter dem Ziel entgegen. Weiter Richtung Geistlichen. Wir sind auch schon fast da. Da sieht man doch schon im Hintergrund die Kirche. Und wo eine Kirche ist, sollte der Geistliche auch nicht weit sein. Gelle? Tja, Kapelle. Ups, was kommt nun? Was will der Bauer hier? Halt, Streuner! Was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr, Hüter des Friedens. Ich ziehe los. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Ich bin immun. Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? Naja, ihr seht schändlich aus. Aber gesund. Zieht weiter. Adieu. Was für eine abgewrackte Bürgerwehr. Mit der Heugabel oder was? Als Waffe? Ja, da fühlt man sich doch gleich viel sicherer. Bei solchen Leuten. So, da ist die Kirche. Und davor der Geistliche. Naja. Hinfort, Teufel. Was bist du denn? Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch, das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor?
Euch macht eine Bestie zu schaffen? Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Ja, hier haben wir noch viele, viele weitere Möglichkeiten, die wir mit ihm bequatschen können. Die werde ich aber beim nächsten Mal machen. Erstmal lasse ich ihn hier stehen. Recht misstrauisch, dieser Geistliche. Und um sein Vertrauen zu gewinnen, müssen wir erstmal hier diese 5 Feuer entzünden, von denen der gute Herr gesprochen hat. Das auch noch nachts. Guck mal schnell in die Quests hier. Der Geistliche bat mich, die Bestie zu beseitigen. Er glaubt, dass die heilige Flamme in allen Kapellen des Dorfes entfacht werden sollte. Tja, wir haben zwar unsere Zweifel, aber wir machen einfach mal, was er will. Und dann werden wir mal weitersehen. Und es ist doch auch hier Berengars Geheimnis, genau. Vielleicht war er auch so misstrauisch, weil er schon einen Hexer kannte, Berengar, der hier war und der sich nicht gerade, ja, wie so ein Held verhalten hat. Auf jeden Fall, Berengar ist hier wieder verduftet. Wir wissen auf jeden Fall, dass er hier war. Aber vielleicht hat er es ja in die Stadt geschafft und vielleicht treffen wir ihn da dann auch wieder. Gut, hier mache ich erstmal Schluss. Beim nächsten Mal quatschen wir mit ihm weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.